So, und weiter geht's wieder mit einer kleinen Runde Phoenix Rising. Genau, was machen wir denn jetzt als nächstes? Ach, eigentlich würde ich hier schon gerne im Tal des ewigen Frühlings ein bisschen Zeug sammeln. Ich glaube, da machen wir ein bisschen weiter. Und dann schauen wir mal, wie weit wir da so kommen. Ah ja, da sehe ich es doch schon. Aber ich glaube, wir landen nicht mehr auf dem Dach. Dafür fliegen wir zu tief. Ich bin ein bisschen schief hier. So schief sah das im Flug nicht aus. Das ist aber eine andere. Scheint mir auch ein legendäres Monster zu sein. Wahrscheinlich nicht so schlimm wie die Ozomene. Aus der... Na, letzte Folge ist es nicht. Aus der letzten Aufnahme zumindest. Die war ja ein bisschen ungesund für uns. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Noch eine Truhe. Zeitrennen. Jo, man sieht leider nicht genau, ob man nicht doch noch irgendwas vergessen hat. Hier war doch eben irgendwas. Da. Das ist ein kleiner Nachteil. Na? Irgendwo vermissen wir ja auch, glaube ich, noch eine Lyra, hatten wir, glaube ich, festgestellt. Na, da haben wir noch was. Weil das ist wahrscheinlich dann auch nicht mehr in diesem Lande. Nicht mehr in dem Tal hier. Okay. Oh, da war noch was. Was? Da. So. Ah, das Zeitrennen immerhin. Naja. Genau. Ach, hier unten sind wir. Ah ja. I remember. Anstieg? Nein. Na gut. Dann halt nicht. Ah, dass wir die noch gar nicht besiegt hatten. Ich dachte, das hätten wir schon getan. Naja. Vielleicht hatten wir sie auch einfach ignoriert, weil wir die nicht mögen.
Ah, ich kann die Viecher nicht leiden. Jetzt markierst du das hier nicht mal. Würdest du vielleicht? Einfach die beiden dann noch entzünden. Das dürfte jetzt ja kein. Ups. Kein Problem darstellen. Nein. Eine Harfe. Okay. Oh, das ist ja einfach. Ah ne, das kann ich mir aber so lange nicht merken. So lang kann ich mir das auch nicht merken. Jetzt müsste es noch zwei geben, aber ich glaube, wir haben nur noch eine. Eine, deren Ort wir kennen, zumindest. Holen wir ihn doch mal wieder da. Zwei HP haben wir hier sogar. Da war es nur noch eine. Da war es gar keine mehr. Hoppala. Da haben wir's. Ah ja, dann nehmen wir noch den Tartarus mit und danach schreiten wir dann wieder mit der Quest voran. Sind da oben, okay. Scheint mir ein bisschen bösartig hier.
Aber hier war doch eben... Hier ist ein... Nee. Das ist... Ah, okay. Ja. Wir müssen einfach da kurz rüber hüpfen. Es schaut zumindest so aus, als wäre er nur dieser Nebel. Ah, da haben wir was. Na? Irgendwo muss ja noch hier eine Lyra sein. Ich würde schätzen, dass sie hier in dem Gebiet ist. Weil... wir jetzt so oft gar nicht hier waren. Na? Ambrosia. Hier war noch was. Da ist irgendwas. Und Tartarus. Aber meine Lyra habe ich jetzt immer noch nicht gefunden. Finde ich ein bisschen schade. Scheint auch hier hoch zu gehen. Kann ja nicht die ganze Zeit jetzt ununterbrochen so Heiltränke trinken. Okay. Wie soll man denn da hochkommen? Vielleicht, wenn wir von diesem Tempel da drüben hier so quer rüberfliegen. Das könnte funktionieren. Könnte. Auch schön hier. Gibt es hier unten irgendwas? Nö. Schaut nicht aus. So. Oh, hi. Eine neue Waffe. Traumhaft. Und hier haben wir ein Zeitrennen. Was im Tal des ewigen Frühlings geschah, war, dass Phönix die seltsamsten Dinge sah. Aha. Du reimst? Natürlich nicht. Ich wollte nur sagen, dass es ein Medaillon an einer Kordel war. Später wurde es dann eine Gabe. Von Hephaistos an Harmonia. Das ist ja wunderbar. Das Juwel ist riesig, aber zerbrochen, wo wohl die anderen Teile sind. Hm. Oh, das ist natürlich ein trojanisches Geschenk. Ach, dass wir hier im Questbereich sind, da wäre ich nie drauf gekommen. Guck mal, da haben wir schon mal eins. Also eine ziemlich große Kette. Selbst für die Götter in der Halle.
lebe. Was? Warum geht es jetzt nicht auf? Ah. Wunderbar. Und hier haben wir ja schon das dritte Stück. Dann ist es ja schon komplett hier. Wovon Felix nichts wissen konnte, war der Fluch, der auf Hephaistos späterem Geschenk anhammelte. Den Trick kannte Hephaistos von seiner Mutter. Das hört doch auf damit. Aber es ist ein ziemlich großer Fluch, naja. Aber der lässt sich ja relativ leicht brechen. Monster besiegt und Belohnung erhalten. Das ist doch ein schönes Ende. Ich will mehr über die Prophezeiung des verfluchten Geschenks wissen. Wer ist Harmonia? Ein Kind von Liebe und Krieg. Ah, mehr bedeutungslose Poesie. Ach, wenn du meinst. Okay, und wo sollen wir jetzt hinlaufen? In die Richtung. Ah, da hinten hin. Das ist ja ein ganz schönes Stück. Da hinten müssen wir einfach hin. Wir müssen da gar nicht hoch, okay. Ich war übermütig. Was ist das? Als Architekt des Minotauros Labyrinths suchte ich kaltblütig nach Perfektion. Ich ermordete meinen Neffen aus Angst, sein Genie könnte meins übertreffen. Ich wollte der Größte sein. Was sind denn das jetzt hier für Markierungen? Ah! Jetzt haben wir sie irgendwo entdeckt. Wo haben wir sie denn jetzt gefunden? Ah ja. Ah ja. Von hier werden wir auch nicht darüber fliegen können, wahrscheinlich. Ich denke. Auch da werden wir noch zu niedrig sein. Ich probiere es einfach mal aus, aber ich. Nee, das wird nix. Ich habe selbst Zweifel, ob wir von da drüben dort ankommen. Probieren wir es einfach mal aus. Der Hain des Kleos. Nein. Aber ist schon relativ umständlich nur um an. In ein Gewölbe zu kommen. Ah, das wird nicht reichen.
Na, hier war doch eben auch noch was. Da oben irgendwo. Vielleicht funktioniert es tatsächlich. Probieren wir es mal aus. Ups. Vielleicht reicht's. Ich wüsste aber auch sonst nicht, von wo aus wir es sonst tun sollten. Na ja, gut. Das ist ja doch die höchste Erhebung, die hier da im Kreis ist. So geschätzt könnte es auch passen. Schaut doch sehr gut aus. Knappe Sache. Na, wenn das hier jetzt nicht irgendwas Cooles gibt. Weg des Boden, hoppala. Da schauen wir gleich mal rein.